Vielleicht hat sie unsere letzte Aaron-E-Mail total umgehauen. Das ist ja auch der volle Hammer, dass Aaron auf seiner Trekkingtour die Liebe seines Lebens gefunden hat. Eine Familie gründen und nie mehr von dort weg will. Glaubt ihr, dass ich übertrieben habe? Nö, wieso? Julia, komm, setz dich schnell. Er will heiraten. Schön blöd. Eine Nepalesin, die Führerin der Trekkingtour. Stellt euch vor, Aaron bleibt in Lijiang. Echt? Wahnsinn. Tja, das Leben schreibt halt die tollsten Geschichten. Und er will eine Familie gründen. Und Kontan, das stirbt nicht so schnell nach Deutschland. Wenn Aaron nicht zu mir kommt, dann fahre ich halt zu ihm. In den Himalaya. Julia, nimm dir auch eine Blume. Und es wird euch niemand übel nehmen, wenn ihr euch die Geschichte der schlesischen Weber schon mal zu Gemüte führt. Weber? Machen wir jetzt einen Mikros oder was? Herr Zech meint die schlesischen Weberaufstände von 1844. Hey, Moment mal, Leute! Vorsicht! Es geht um Milena und ihre Familie. Paulina, nicht. Wisst ihr endlich, ob ihr bleiben dürft? Leider nein. Milenas Vater hat ein Jobangebot. Aber die Bank leiht ihm kein Geld für ein Auto, was er dringend dafür braucht. Und was geht uns das an? Klappe, Stasi. Ohne Karre kein Job. Und ohne Job wird Milenas Familie ausgewiesen. Und zwar bald. Lasst uns sammeln. Ja, genau, Pupi. Jeder gibt, was er kann. Marie. Für mich auch. Ich hätte gern einen neuen MP3-Player. Alles okay. Dankeschön. Super, danke. Cool. Den Job könnte auch ein deutscher Familienvater gut gebrauchen. Schnauze. Wieso? Ich denke nur an meine Netzleute. Hey. Danke. Super cool, danke. Wenn eure Aktion dazu führt, dass Milena und ihre Familie hier in Deutschland bleiben darf und eine neue Heimat findet, dann habt ihr doch sehr viel erreicht. Und was deine Meinung betrifft, Fabian, ich glaube, Arbeitslosigkeit ist kein nationales, sondern ein globales Problem. Hm? Vielen Dank. Tschüss allerseits. Tschüss. Tschüss. Hey Schnitte, kommst du mal? Sorry wegen dem Kommentar eben. Ich bin keine Schnitte, klar. Reg dich ab. Es geht um Milena. Mit dem Essen geht's ja schon los. Hunde, Katzen, die essen einfach alles. Und wehe, du nimmst dann auch mal ein Messer und Gabel. Dann sind die Chinesen tödlich beleidigt. Und machen Frickrasse aus dir. Wollt ihr mir Angst machen? Nein, Quatsch. Alter, es geht doch. Braucht man eigentlich ein Visum oder sowas, wenn man für ein paar Wochen einreist? Weiß nicht, ziemlich kompliziert, glaube ich. Das war mal so, aber jetzt auf keinen Fall mehr. Ach, Quatsch. Ich habe China mit Japan verwechselt. In Japan ist es ganz einfach, aber in China übelst kompliziert. Du hast doch gesagt, du fliegst mit deinen Schwestern in den Sommerferien nach Shanghai. Ja, ja. Dann musst du doch wissen, ob es kompliziert ist, einzureisen. Die Planung macht ja Carla. Ach so, na, dann frage ich die mal. Bis später. Carla muss ihr die Reise unbedingt ausreden. Das bedeutet ja so, Max muss sie einweihen. Ich muss Carla vor Julia finden. Ich glaube, der Trick ist es, die schieben sich das Essen in den Mund. Ich stecke heute. Du hast versprochen, du hilfst mir. Ja, schon, aber... Da gibt es kein Aber. Oder findest du es richtig, wie sich unsere Eltern verhalten? Nein. Naja, ich weiß nicht. Wir sind die Opfer ihrer seelischen Grausamkeit. Wir nehmen nicht nur schweren psychischen Schaden. Nein, wir werden wahrscheinlich als Scheidungskinder ebenfalls keine glücklichen Ehen führen können. Glaubst du das wirklich? Mhm.
Nein, nicht die. Ja. Hallo, Frau Morante. Hier ist Felicitas Färber. Ich wollte fragen, ist Vivien zufällig bei Ihnen in Halle? Nicht? Sie war so traurig nach der Aufführung, denn es war ja keiner da. Ich glaube, sie hat sogar geweint. Doch, in der Schule war sie noch. Dann wollte sie weg. Wohin, wollte sie nicht sagen. Das reicht. Ja, gut. Ich muss jetzt Schluss machen, Frau Morante. Wiederhören. Mist, sie war richtig fertig. Und wenn? Geschieht ihr recht. Die haut sich gleich zwei Tabletten rein und dann hat sie sowieso wieder alles vergessen. Next, please. Jetzt ist mein Vater dran. Hey, was gibt's? Ich habe Carla schon erzählt, dass Aaron jetzt im Himalaya bleiben will. Schön. Oder auch nicht. Und sie hatte eine super Idee. Ich treffe mich mit Aaron bei ihren Eltern in Shanghai. Oh nein. Oh doch. Warum denn nicht? Na, weil das Irrsinn ist. Vom Himalaya nach Shanghai ist es viel zu weit. Armer Aaron. Er muss ja nicht laufen. Weißt du, wie teuer so ein Linienflug ist? Von Deutschland nach Shanghai? Mindestens 1200 Euro. Das kommt hin. Aber ich will ihn doch endlich treffen. Am liebsten schon in den Osterferien. So schnell kriegst du das Geld nicht zusammen. Und in den Sommerferien kannst du es erst recht vergessen. Wegen der Olympiade ist alles viel teurer und ausgebucht. Ja. Okay. Trotzdem danke, Carla. Ja. Ach, die Arme. Was wolltet ihr denn jetzt eigentlich? Oh, nix. Nur mal Hallo sagen. Hallo. Na, wenn du dich bloß nicht übernimmst. Du kriegst doch nur hier rum, um dich zu drücken. Ich bestimmt nicht. Aber Manuel Sievers, als der hörte, dass wir Holz sammeln müssen, hat er in der Turnhalle aus dem Stand eine Superschwalbe mit Salto hingelegt und sich zum Arzt verdrückt. Das war eine ganz normale Sportverletzung. Oh, jetzt sind die also normal. Komm, Stasi, halt einen Rand. Und wie wollt ihr eure feuchten Riesenklötze zum Brennen bringen? Benzin. Großartige Idee, setzen 6. Es steht 7-6 für meine Mutter. Geh doch endlich mal ran. Die können ruhig noch ein bisschen schmoren. Wollen wir langsam mal los? Naja. Das ist mein erstes Osterfeuer ever. Ich rufe jetzt erstmal deine Eltern an. Wen zuerst? Nein, lass mal. Die sind... Hey, mach jetzt bloß keinen Rückzieher. Wir machen das gleiche Spiel bei deiner Family. Unentschieden. Ich würde echt langsam mal rangehen. Nachher schlagen die bei der Bräuninger Alarm. Ja? Hallo? Du musst dir keine Sorgen machen, Dad. Ich war nur mal ein bisschen spazieren. Im Wald. Am See. Alleine. Meine Freundin Felicitas hat mir eine super CD geliehen. Ein total süßes Geschenk ihrer Eltern übrigens. Die habe ich dabei gehört. Die Band gibt demnächst in Leipzig ein Konzert. Da würde ich so gerne hingehen. Hast du Zeit? Na gut, dann frage ich eben Mama. Tschüss.